Hallo. Hallo Luca, schauen wir uns mal an. Also, der Opa. Wie ist der Opa? Alt. Genau, sehr gut. Und das Baby ist? Jung. Jung, genau, sehr gut. So, also alt und jung. Dann, wie ist der Mann ohne Geld? Der ist? Arm. Genau. Und wenn man ganz, ganz viel Geld hat, dann ist man? Mit R fängt es an. Ra. Genau. Wie heißt es nochmal? Reich. Reich, genau. Sehr gut. So. Dann. Der Mann, der Dieb, der ist wie drauf? Schau mal dir den Dieb an. Wie war denn nochmal im Gegensatz zu dem Mädchen? Der Mädchen ist lieb. Das Mädchen ist lieb, genau. Und der ist, böse. Böse, genau. Der ist böse. Gut. Dann der Mann im roten Pullover. Wie ist er? Dick. Genau. Und der andere? Ist, dick und? Und fängt auch mit D an? Dick und dünn. Dünn, genau. Dick und dünn. Dick ja? Und dünn. Genau. Gut, dann das nächste. Wie ist es draußen auf dem Bild? Nacht. Nacht, und wie ist es nachts? Wenn die Lichter aus ist, keine Lichter sind mehr an. Draußen ist es ganz kalt. Ja, stimmt auch, kann kalt auch sein. Aber wenn keine Lichter da sind, ist es dünn? Dünn. Dünn ist es nicht. Dünn ist ja der Mann. Ist es hell oder ist es dunkel? Dunkel. Genau, ne? Musst du dir merken. Hell und dunkel. Dunkel. Genau, wenn die Lichter aus sind, ist draußen dunkel. Hell. Und das ist jetzt hell, genau. Ja? Jetzt haben wir draußen, wie ist es draußen? Hell. Hell, genau. Und wenn wir dann schlafen gehen, ist es? Nacht. Und wie ist es? Nicht hell, sondern? Dunkel. Dunkel, genau. Ja? Musst du dir merken, Luca? So. Dann haben wir den Ball. Der Ball ist rund. Dann ist der Würfel. Was haben wir gesagt letzte Woche? Wie ist der Würfel? Eckig. Sehr gut. Super gemerkt. Ciao. Sehr schön. Der Würfel ist eckig. So. Wen haben wir als nächstes? Was für ein Tier haben wir? Elefant und ja, Maus. Und eine Maus. Also, was ist der Unterschied zwischen den beiden? Der Elefant ist groß und der Maus ist klein. Und die Maus ist klein, genau. So, der Stein ist hart. Und das Kissen ist weich. Weich, genau. Der Stein ist hart, das Kissen ist weich. Sehr gut. So, was haben wir als nächstes nach dem Kissen? Feuer und Eis.
Feuer und Eis. Was ist der Unterschied zwischen Feuer und Eis? Der Feuer ist heiß. Das Feuer ist heiß. Und der Eis ist kalt. Und das Eis ist kalt, genau. Sehr gut. Und die Der letzten? Banane ist krumm. Sehr gut. Und das das Lineal ist? Gerade. Genau, sehr gut. Gerade. Super, schau. Und wie war das nochmal draußen, wenn es keine Lichter mehr an sind? Ist es? Ist Wie war das es nochmal? Mit D fängt es an. D, d, dunkel? dunkel. Und wenn, wie ist es dann draußen, wenn die Lichter an sind und die Sonne scheint, ist es nicht W, sondern Hell. hell. Genau. Na? Die zwei musst du dir besser merken, okay? Gut, wir müssen Dinge finden, die ein R haben, ne? Und dann bilden, genau, hast du ein paar gefunden. Tu mal das vor dir hinlegen, auf den Tisch. So, was hast du schon gefunden? Ich habe gefunden. Einen. Ich glaube, dass du hast schon einen Reifen gefunden, oder? Reifen. Reifen, genau. Und da hat es ein R drinnen, ne? Richtig. Umbrille. Genau. Mach mal aber erstmal Reifen, weil wir müssen immer einen Satz zu dem Reifen sagen, okay? Wir müssen uns irgendwas überlegen, eine Geschichte ausdenken. Erzähl mal, was kann man denn zu einem Reifen erzählen? Ich weiß nicht. Zum Beispiel, ich sag dir mal als Beispiel, okay? Ja. Ich habe mir ein neues Auto gekauft und neue Reifen. Okay? Zum Ja. Beispiel. Ja, mehr will ich nicht. Einen kleinen Satz dazu einfach, okay? Ja. Gut. Dann, was hast du noch gefunden? Ich habe einen Brill gefunden. Brille? Nein, schon dann den da. Regenschirm. Regenschirm. Genau, Regenschirm. Was können wir denn zum Regenschirm erzählen? Oder was können wir dazu sagen? Überleg mal. Wann benutzen wir einen Regnet, Regenschirm? da müssen wir den Regenschirm nehmen. Genau, wenn es regnet. Na? Müssen wir den Wenn es regnet, nehmen wir den Regenschirm. Regenschirm. Genau, wiederhol noch mal kurz den Satz, wenn es regnet. Wenn es regnet, nehmen wir den Regenschirm. Ja, genau, sehr gut, super, Luca. Gut, was hast du noch gefunden? Einen Rock. Einen Rock, genau. Was kann man denn da zu einem Rock sagen? Wer trägt denn die Röcke? Jungs oder Mädels? Mädchen. Mädchen, genau. Also was können wir sagen? Also nochmal, die Mädchen tragen einen was? Einen Rock. Genau, zum Beispiel. Gut. So, was hast du noch gefunden? Eine Rakete. Eine Rakete, genau. Oh, jetzt kannst du aber was Cooles zu der Rakete erzählen. Überleg mal, was kann man da sagen? Der Rakete, Die Rakete die Rakete, fliegt zum zum Wohin fliegt sie? Himmel. In den Himmel. Ja, genau. Ja. Die Rakete fliegt in den Himmel. Sehr gut. So, was haben wir noch?
gar nichts. Das war's? Mehr hast du nicht gefunden? Ja. Okay, dann helfe ich dir, okay? Dann machen wir noch ein paar weiter, ja? So. Wer ist denn der Mann mit der Hacke unten? Mit so einer Hacke? Er hat den. Genau, aber wer ist es? Ein Pi? Ein Pirat. Ein Pirat. Hat es denn ein R drinnen? Nein. Hör zu. Pirat. Sag mal selber. Sag mal Pirat. Pirat. Und war das R-Geräusch dabei? Ja. Ja, also müssen wir das auch ausmalen, den Pirat. Den Pirat muss ich auch anmalen. Ja, weil das auch ein R dabei hat. Was könnten wir denn zum Pirat erzählen? Der Pirat. Der Pirat. Was kann er machen? Oder wo wohnt er? Der Report haben wir vergessen. Wo wohnt er? Die Roboter haben wir vergessen. Ach so, ja, das machen wir dann gleich danach, ja? Machen wir erstmal Pirat und dann Roboter. Gut, also der Pirat. Der Pirat hat der Hand geschnitten. Geschnitten. Genau, er hat sich die Hand geschnitten, ne? Sehr gut, schau. Funktioniert. Dann hat er eine Wie heißt das? Einen, was denn? Diesen Hacken? Da. Genau, das ist ein Hacken. Wenn der Pirat hat der Hand geschneit, dann hat er einen Hacken. Als Ersatz, ne? Ja. Genau, sehr gut. So, und jetzt können wir den Roboter sagen. Soll ich mal überlegen mit dem Roboter? Ja. Okay. Der Roboter, der kommt aus der Zukunft zu uns. Und erzählt uns Geschichten aus der Zukunft. Okay? Ja. Gut. So, was denkst du, was kann noch das R haben? Ich weiß nicht. Was ist denn das? Kirtare. Und ist da ein R dabei? Ja. Ah, genau. Dann darfst du das ausmalen. Mit Blau. Vorsicht. Schwer. Jetzt. Gut. So, was können wir denn zu einer Gitarre erzählen? Singen. Singen? Ja. Ja, dann erzähl mal, was singen? Wenn man die Gitarre spielt. Spielt? Ne, man tut die Gitarre spielen. Ich spiele die Gitarre, ja? Ja. Genau. Ich spiele die Gitarre und der Luca singt. Okay? Ja. Gut, alles klar. So, dann schauen wir nochmal nach. Wir machen noch zwei, okay? Und dann machen wir was anderes. Und den Rest schaust du dann später oder wir machen das nächstes Mal. Okay? Ja. Also zwei Dinge suchen wir noch. Überleg mal, guck mal genauer hin und sag mal, wie die Wörter heißen. Dann hörst du es, ob das R hat oder nicht. Ja. Zum Beispiel, Fisch. Hat es das R-Geräusch? Ja. Fisch? Ja. Hat es das R-Geräusch dabei? Ja. Sag mal du, Fisch. Fisch. Ist dein R? Nein. Nein, also nicht ausmalen. So, was findest du? Schau mal hin. Was sind Dinge, die vielleicht ein R haben?
Guck mal hin, finde mal eins. Ich weiß. Das sind noch viele. Die Gitarre. Gitarre haben wir schon. Ich habe nicht die Gitarre angemalt. Ja, was hast du dann gemalt vorher? Wir haben doch über die Gitarre vorhin gesprochen. Was hast denn du ausgemalt? Ich habe vergessen. Und was hast du gemalt davor? Die Rock und der Rakete und der Roboter Regenschirm, Reifen, was noch? Roboter und was noch? und Roboter und der Pirat. Und Pirat, okay. Also, guck mal hin. Was können wir zum Essen kaufen? Guck mal, da ist so eins. So wie Brot. Brot. Such mal Brot. Brot, ich hab hier. Gut. Hat das Brot das Rückgeräusch? Mit die da. Hat Schlitten das R-Geräusch dabei? Na. Aber hat Brot das R-Geräusch? Sag mal Brot. Brot. Und ist das R dabei? Nein. Doch. Sag mir noch mal Brot. Sag noch mal Brot. 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 Und hörst du das R? Ja. Ja, genau. Also dann tu mal das Brot ausmalen. Überleg dir schon mal eine Geschichte für Brot. Was kann man dazu sagen? Ich weiß nicht. Ja, wo kaufen wir Brot? Wer backt denn Brot? Wohin gehen wir? Der? Bä? Der Bäcker. Bäcker, der, genau, Bäckerei, aber der Bäcker. Rei. Was macht ihr mit dem Brot? Der Bäcker Der Bäcker backt backt das Brot. das Brot. Genau, wiederhol noch mal den ganzen Satz. Der backt Der Bäcker. Der Bäcker backt der Brot. Das Brot. Das Brot. Gut, so, letzte, nur noch eins. Und fertig. Und dann sind wir damit fertig. Dann schauen wir noch kurz die anderen und dann bist du vorbei. Dann ist fertig. Komm, auf geht's, noch eins suchen. Motorrad? Genau, Motorrad. Ist dein Rücken dabei? Ja. Ja, genau. Dann überleg dir schon mal, was du zum Motorrad sagen möchtest. Das Motorrad Weiter. Wird ganz wird schnell. ganz schneller. Genau. Gut. So, als Hausaufgabe suchst du mal die paar anderen, okay? Da ist zum Beispiel noch ein Reh als Tier. Oder eine Karotte ist noch dabei. Eine Karotte. Genau, da sind ein paar noch dabei. Dann ein Fahrrad ist auch dabei. Da sind noch einige. Und eine Treppe. Ich habe schon ge. Sollen wir die Treppe auch malen? Das kannst du dann selber machen, ja? Ja, Später. später abgessen. Genau. Tu mal jetzt bitte das letzte Blatt, dann sind wir fertig. Das, wo die Hüte, Bälle, Mäuse drauf sind. Blähmäusen. Leg mal das vor dir hin. Wir wiederholen das. So, auf geht's. Ein Hut, zwei Hütten. Hüte. Hütte. Genau. Zwei Bällen zwei Bälle. und ein Ball.
Ein Ball. Dann eine. Mäusen. Eine Maus. Eine Maus und zwei Mäusen. Mäuse. Mäuse. Genau. Eine. Gans. Gans und Gans. Zwei Gans und zwei Gansen. Gänse. Gänse. Luca, du musst das wiederholen. Okay? Ja. Gut. Also, ein Hut, zwei Hüte. Ein Ball, zwei Bällen. Bälle. Bälle. Eine Maus, zwei Mäusen. Moi. Mäuse. Genau. Einige. Mäuse. Mäuse. Und zwei Gänsen. Gän. Gänsen. Gän. Gänsen. Gänse. Da Gänse. Ist kein N dabei hinten. Gänse. Hier nicht. Ja? Gänse. Gut. Gänse. Ja. Weiter. Eine Jacke, zwei. Und zwei Jackes. So, überleg mal. Eine Jacke. Eine Jacke, zwei. Zwei Jacke. Jacken, genau. Eine Ente, zwei. Ente. Enten. Enten. Genau, hier ist das N dabei. Eine Bürste, zwei. Und zwei Bürsten. Genau. Ein Affe, zwei. Und zwei Affen. Eine Paprika. Und zwei Paprikas. Sehr gut. Ein Flamingo. Und zwei Flamingos. Genau. Ein Radio. Und zwei Radios. Und ein Lama. Und zwei Lamas. Sehr gut. Super.